Es ist ein weiterer heißer Sommertag, den Hannah beschließt, am Pool zu verbringen. Doch mit dieser Idee ist sie nicht allein, denn ihre beiden Geschwister Emma und Julian dösen bereits auf den Liegestühlen. Bei diesem Anblick kommt Hannah ein klasse Prank in den Sinn. Oh Mann, Julian und Emma sind beide am Dösen. Ich werde mich mal vorbeischleichen und die erschrecken. Ganz leise. Oh, endlich mal meine Gelegenheit, mich zu rächen. Und hepp ins Wasser mit ganz viel Spritzen. Haha, na, Julian, Emma, wie war das? Hey! Und aber trotzdem eine schöne Erfrischung. Ja, stimmt. Irgendwie ist jetzt ganz kühl alles. Ha, also, aber warte. Nee, dafür wirst du jetzt erstmal gedörrt. Hey, ich komm ins Wasser. Na, wie ist es? Hey, ha, Julian! Wie ist es im Wasser, ha? Das kriegst du zurück. War eine richtige Erfrischung. Nee. Hier wird jetzt keiner mehr untergegluckert. Jetzt bin ich an der Reihe. Aha, jetzt will wohl Emma nass gespritzt werden. Mama Claudia beobachtet die Szene aus der Küche heraus. Ach, das freut mich immer, wenn sich die drei richtig toll verstehen. Ich glaube, das belohne ich mal. Ich habe hier doch Eis gekauft. Ich werde sie mal überraschen damit. Julian, Hannah, Emma, es gibt Eis für euch. Kommt raus Eis. Aus dem Wasser. Oh, klasse. Ich will Erdbeer. Oh, ich liebe den Sommer. Im Pool schwimmen, Eis essen, das ist alles perfekt. Im Winter, da trinke ich am liebsten Kakao. Und im Sommer, da esse ich den Kakao. Ach, wie schön. Die Kinder verstehen sich wirklich super. Kenne ich gar nicht von denen. Mmh, ist das lecker. Aber naja, ist ja Vanille. Aber ich wollte eigentlich Erdbeere. Na, egal. Julian, sei vorsichtig. Da hat sich gerade eine Wespe draufgesetzt. Oh, was will die denn hier auf meinem Eis? Sei vorsichtig, weg da, das Julian. Ist mein Eis. Weg da. Hm, zeig mal her, ich will das auch mal sehen. Zu spät, jetzt ist sie schon wieder weg. Na egal, jetzt kann ich mein Eis weiter essen. Du musst vorsichtig sein, Julia, nicht, ja, dass ja, dir jemand ja, ich bin immer sticht. Vorsichtig. Oh, das gibt's doch nicht, jetzt ist auch noch einer auf meinem Eis. Runter da. Hä, wie jetzt bei dir? Hä, zeig mal her, Emma. Ah ja, ich sehe schon. Sei auch vorsichtig, nicht dran lecken. Na egal, ich muss jetzt mein Eis essen, bevor es noch weg ist. Naja, also das Eis schmeckt ja auch ziemlich lecker. Kein Wunder, dass jeder was davon haben will. Doch Julian hat beim Schlecken nicht richtig aufgepasst und nun sitzt eine Wespe direkt auf seiner Wange. Oh, toll, jetzt hab ich, Julian, jetzt hab ich lass den Mund zu! Hey, weg da! Lass weg doch da. Lieber den Mund zu, Julian! Komm, Mund jetzt schon wieder. Du musst mal leise sein, sonst stecht er dich doch in den Mund! Ah, zu spät! Au, meine Zunge! Mama! Julian wurde gestochen! Was ist los? Ihm war doch noch alles ganz ruhig. Was ist passiert? Oh, Julian. Meine Zunge, ich glaube, ich werde das nicht überleben. Mama, nein, Julian nein, wurde nein. gestochen. Julian, ganz ruhig. Meine Zunge, was auch ist meine passiert? Zunge, das tut weh. Also, wir wollten unser Eis essen und dann kamen zwei Wespen. Eine hat sich auf Emmas Eis gesetzt und eine auf Julians Eis. Und die hat ihn jetzt gestochen. Kinder, vielleicht esst ihr euer Eis besser hier drin. Sonst locken wir die ganzen Insekten noch an. Okay, Julian, dann zeig mir mal deine Zunge. Oh Mama, das tut richtig weh. Also mal auf meiner Zunge, da ist so ein Punkt. Und, oh, das tut richtig weh. Ja, ich glaube, das müssen wir gut kühlen, damit das wieder abschwillt. Ich werde mal ein bisschen Eis noch holen für Julian. Na gut, Julian, ausnahmsweise, du kriegst heute eine riesige Portion Eis für deine Zunge. Mama Claudia kehrt mit zwei großen Eistüten zurück. Oh, super, jetzt kriege ich noch mehr Eis. Oh, meine Zunge, das fühlt sich voll komisch an gerade. Oh, das ist auch mehr Eis. Wir wollen auch noch mehr Eis. Ja. Nein, das ist ein Notfall. Euch ist doch nichts passiert. Das ist wirklich was, nur wenn man von einer Biene gestochen wurde oder einer Wespe in die Zunge. Also ich muss sagen, ich finde es super, wenn ich so viel Eis essen darf. Besonders jetzt mit Waldmeister. Julian, vielleicht sollten wir doch besser zum Arzt fahren. Nachher ist es noch gefährlich oder du hast eine allergische Reaktion oder so. Oh, aber Mama, ich will nicht zum Arzt. Also ich kann ja noch ein paar Eis essen und... Oh, mein Zunge fühlt sich aber voll komisch an. Julian, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Wir fahren jetzt zum Arzt. Komm mit. Och, Mama, ich will nicht zum Arzt. Oh, ich habe keine Lust jetzt. Und ihr beiden, ihr bleibt besser hier. Ich mache das mit Julian alleine. Okay. Und wenn ihr draußen seid, dann passt bitte auf, dass ihr nicht auch gestochen werdet, okay? Ich passe auf uns auf. Also, ich passe auch auf Emma auf. Na gut. Och, Mama, ich finde, du übertreibst voll. Du könntest mir einfach ein bisschen Eis noch geben vielleicht. Julian, jetzt zieh endlich deine Klamotten an. Wir gehen, los, komm. Doch Mama Claudia beschließt, bei so einem Notfall lieber direkt ins Krankenhaus zu fahren. Und weil ein Stich in die Zunge richtig gefährlich sein kann, wird Julian dort auch direkt und ohne Wartezeit behandelt. Ach, mein Kleiner, wie heißt du denn? Oh, ich heiße Julian. Ach, Damian, so ein schöner Name.
Was? Nein, ich heiße Damian, ich heiße Julian, Mama! Wie bitte? Also, Damian heißt du? Oh, das reicht, Mama, ich muss hier weg, ich habe keine Lust mehr. Ich habe mir das jetzt gerade schon mal ein bisschen angeguckt. Wenn du dich so aufregst und deinen Mund aufreißt, da kann ich richtig gut deine Zunge sehen. Also, kein Problem, Frau Vogel, einfach ein bisschen Eis essen und dann schwillt das ganz schnell wieder ab. Oh yes, ich muss das, Mama, ich darf so viel Eis essen, wie ich will. Jede Sorte einmal probieren in der Eisdiele. Ach gut, zum Glück ist es nichts Schlimmes, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass Julian sich echt über seinen Insektenstich total freut. Wahrscheinlich wegen dem Eis. Mama Claudia und Hanna sind heute einkaufen, denn Hanna möchte eine Eisparty veranstalten. Immerhin ist die letzte ja schon eine ganze Weile her. Hanna, ich habe auch noch mal ein paar Säfte und Wasser eingepackt, damit ihr später dann auch was zu trinken habt auf der Party. Oh, super, Mama. Also Säfte, aber das ist aber noch nicht genug Eis. Hanna, das Eis habe ich noch gar nicht in den Einkaufswagen reingetan. Das müssen wir gleich noch aussuchen. Das schmilzt sonst. Da drüben bei dem Schild, da ist die Eistheke. Da können wir uns gemeinsam Eis aussuchen. Oh, das sieht ja total lecker aus. Die haben Erdbeereis, Vanilleeis und ich glaube Pistazie. Mama, wie viele Eissorten dürfen wir denn? Also ich würde direkt, glaube ich, von jeder Sorte eine Packung mitnehmen. Also laden die beiden den ganzen Wagen voll mit zahllosen Eissorten. Das ist aber ganz schön viel Eis geworden, aber ich sehe gerade, das ist heute im Angebot. Oh, das ist echt richtig viel. Das wird so toll auf der Party. Na dann mal ab zur Kasse. Oh, guten Tag. Sie haben aber viel Eis eingekauft. Ja, wir haben am Samstag eine Eisparty bei uns zu Hause. Ach, wie schön, eine Eisparty. Mhm. Da wäre ich ja auch gerne eingeladen. Und das macht dann 12,60 Euro, bitte. Einen Moment, ich suche kurz mein Portemonnaie. Ach, wie schön, eine Eisparty. Sowas sollte ich vielleicht auch mal veranstalten mit meinen Freundinnen. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, Mama, schnell ins Auto, sonst wird das Eis gleich ganz flüssig sein. Die beiden laden alle schnell ins Auto und machen sich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen müssen sie jedoch noch ein paar Vorkehrungen treffen. Hanna, bleib mal stehen. Wir werden jetzt nicht das Eis hier direkt bei uns ins Haus bringen. Nachher bekommen das Julian und Emma noch mit. Ich habe mit der Nachbarin abgesprochen, dass wir das Eis bei ihr lagern können, bis die Party ist. Ich werde schon mal das Eis rüberbringen und du kannst ja schon mal reingehen und dich um die Einladungskarten kümmern. Alles klar, Mama. Ich gehe direkt rein und hole die Karten von oben. Die habe ich ja in meinem Bett versteckt. Hallo Leute, wir sind wieder da. Julian, Papa, Emma, was macht ihr da? Hallo. Oh, hallo Hanna, wo ist denn deine Mutter? Ja, wo ist Mama? Mama, komm sofort, die ist noch im Auto. Und ich gehe jetzt sofort wieder. Hanna, wo willst du denn hin? Wir gucken gerade Fernsehen, du kannst auch Fernsehen gucken, wenn du willst. Ich bin heute mit Dave verabredet. Ach. Dave, war ja wieder klar. In ihrem Zimmer angekommen, lacht Hanna sich ins Fäustchen. Ha, die Ausrede mit Dave nehmen die mir sofort ab. Eigentlich werde ich mich nämlich gar nicht mit Dave verabreden, sondern jetzt geht's los und ich verteile die Einladungskarten. Oh, schnell die Karten hinter den Rücken, damit die keiner sieht. Na ihr, ich bin zurück. Ach, hallo Schatz. Sag mal, hast du an den Lieblingskäse von mir gedacht? Nee, du Martin, Käse habe ich halt gar nicht gekauft, habe ich total vergessen. Mama, da bist du ja endlich, wo warst du? Ach, Emmerlein, ich war nur einkaufen. Während Mama Claudia alle ablenkt, versucht Hanna, sich unbemerkt mit den Karten rauszuschleichen. Wenn ich jetzt ganz unauffällig hier hergehe mit dem Rücken zur Pflanze und die Karten hinter meinem Rücken verstecke, dann sieht die hoffentlich keiner. Ach ja, Hanna, du bist ja noch verabredet, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke, Mama. Ich bin dann ja bei Dave, weißt du ja. Mhm. Okay, dann sehen wir uns später. Sei schön vorsichtig. Ja, bin ich. Mama, was hat Hanna denn da an den Händen? Ich möchte auch sowas. Nein, Emma, das kannst du nicht haben. Das waren ihre Hausaufgaben. Oh, puh, keiner hat's gemerkt. Jetzt geht's los mit dem Verteilen. Als erstes werde ich zu Sarah nach Hause, zu Juliets Freundin Sarah. Sarah wohnt zum Glück nur ein paar Straßen weiter, sodass Hanna wenig später schon vor deren Haustür steht. Sarahs Mutter öffnet die Tür. Hallo. Hallo. Ist Sarah da? Ja.
Ich bin Hanna, die Schwester von Julian. Ich hole sie kurz. Also, ich werde nämlich eine Eisparty bei uns veranstalten, als Überraschung für Julian und meine kleine Schwester Emma. Und da möchte ich Sarah gerne einladen. Eisparty? Das klingt ja super. Sarah, komm doch mal, du hast Besuch. Hier ist Hanna. Hey Hanna, was ist los? Hallo Sarah, ich möchte dich zu einer Party einladen, einer Eisparty bei uns zu Hause. Und Julian weiß nichts davon, also auf gar keinen Fall mit ihm darüber sprechen. Das ist eine Überraschungsparty am Samstag. Also du bist herzlich eingeladen, ich hoffe du kommst. Oh, das ist aber toll. Die Karte sieht auch total schön aus. Die Karte habe ich selber gebastelt. Guck mal Mama, eine Eisparty, darf ich da hin? Also am Samstag, da ist ja noch gar nichts geplant. Natürlich kannst du da gerne hingehen. Oh, schön, dass du kommst, Sarah. Ich muss jetzt auch schnell weiter. Ich habe noch einige Karten zu verteilen. Das Verteilen der Karten nimmt fast den gesamten Nachmittag in Anspruch. Puh, boah, jetzt war ich aber echt lang unterwegs. Aber alle Karten sind verteilt. Also ich war bei Mia, ich war bei Dave, ich war bei Justin, Pia, John. Ja, genau, Julius, da war ich auch. Oh, so viele Leute heute. Und alle haben zugesagt. Das wird so toll am Samstag. Ich hoffe, die Party wird ein voller Erfolg. Und Emma und Julian bekommen nichts davon mit. Hoffentlich halten alle dicht. Heute ist ein relativ ruhiger Tag bei Familie Vogel, doch irgendwas liegt hier in der Luft. Mama Claudia verhält sich die ganze Zeit schon ein bisschen geheimnisvoll. Jetzt nimmt sie sich gerade in der Küche Papa Martin zur Seite. Du Martin, ich habe eine Bitte an dich. Könntest du vielleicht mit Julian und Emma auf den Spielplatz gehen oder so? Denn? Weil ich mit Hanna für eine Mathearbeit lernen muss und wir brauchen hier wirklich Ruhe. Gut, alles klar. Ja, stimmt. Julia und Emma, die können manchmal schon ziemlich laut sein. Okay, wir gehen auf den Spielplatz dann. Kein Problem. Super, danke. Hey, ihr beiden. Emma, Julian, habt ihr vielleicht Lust, auf den Spielplatz zu gehen? Spielplatz? Was? Oh, natürlich, Papa. Oh, wir können direkt auf diese Kletterwand. Ich wollte dir mal zeigen, wie hoch ich klettern kann. Papa, ich glaube, ich war noch nie mit dir auf dem Spielplatz. Okay, Kinder, kommt ihr dann? Claudia, wir sind dann weg, ne? Okay. Yeah, Spielplatz! Kommt bitte spätestens um 15 Uhr wieder. Also wirklich allerspätestens. Da bereite ich Essen vor. Kaum sind die drei aus dem Haus, offenbart sich die eigentliche Absicht von Mama Claudia. Denn heute ist ja endlich Samstag. So, also die Luft ist jetzt rein. Ich denke, wir können anfangen, alles für die Eisparty vorzubereiten. Hanna? Hanna? Ja, heute ist hier unsere Eisparty. Ich glaube, Mama hat mich schon gerufen. Ich komme, Mama. Sind die anderen weg? Ja, Papa, Julian und Emma sind schon weg und ich war im Keller, hab ein paar Sachen gefunden zum Dekorieren. Komm! Oh, toll, Mama, ich freue mich so sehr auf die Party. Ich mich auch, Hanna. Aber wir müssen jetzt wirklich anfangen mit dem Dekorieren. Die beiden legen direkt los und rund eine halbe Stunde später ist auch schon alles aufgebaut. Oh, die Dekoration ist so schön geworden. Man fühlt sich richtig wie im Urlaub. Ich bin auch total begeistert. Unsere Küche sieht aus wie eine tropische Insel oder so. So, und jetzt müsste eigentlich nur noch das Eis fehlen. Ich werde mal rüber zu Regina gehen und das abholen. Ich komm mit, Mama, und helf dir tragen. Das sind ja so viele Sachen, die wir gekauft haben. Oh, so viele Getränke und das ganze Eis. Ich hoffe, das schmilzt nicht weg. So, ich stelle die Getränke noch hier hin, Mama. Das sieht so toll aus, so lecker. Ich würde am liebsten sofort losessen. Hanna, ich habe einfach von draußen auch den Sonnenschirm reingeholt. Dann sieht's noch sommerlicher aus. Tolle Idee, Mama. Ich bin auch so froh, dass du es mit mir zusammen organisierst. Danke, Mama. Das wird so eine tolle Feier. Wir sind wirklich ein gutes Team, Hanna. Das meiste kam ja von dir, Hanna. Du hast wirklich ein Talent dafür. Vielleicht wirst du später mal Partyplanerin. Oh ja, stimmt. Das wäre eine gute Idee. Vielleicht könnte ich Hochzeiten auch planen. Oh, ich glaube, ich habe was gehört. Vielleicht kommen schon die ersten Gäste. Sarah, herzlich willkommen. Hallo. Danke für die Einladung nochmal. Oh, das sieht ja so toll aus bei euch. Und so viel leckeres Eis. Ist Julian schon da? Hey, ihr beiden, kommt rein. Julian und Emma sind noch auf dem Spielplatz. Sie kommen gleich. Die wissen von nichts. Ah, oh, wie cool. Du, Frau Vogel, ich wollte dich mal was fragen. Gibt's für die Party eigentlich einen Anlass? Hat jemand Geburtstag?
Eigentlich nicht, Sarah. Das war einfach eine spontane Idee von Hannah. Eine kleine Überraschung. Und da kommen auch schon die nächsten Gäste. Es werden ja immer mehr Kinder. Oh, ich sehe schon meine Lieblingseissorte. Wo sind denn hier die Löffel? Ich will direkt zuschlagen. Jetzt sind alle Gäste da. Es fehlen nur noch Julian und Emma. Die müssten auch jeden Moment wiederkommen vom Spielplatz. Ich freue mich wirklich, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Das Wohnzimmer ist tatsächlich mittlerweile ziemlich gefüllt. Hannah hat all ihre Freunde und die von Julian und Emma eingeladen. Ja, wir freuen uns auch alle, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Ihr dürft heute übrigens so viel Eis essen, wie ihr wollt. Wir können alles aufessen. Echt? Wow, cool. Juhu. Pia, guck mal, da ist sogar Waldmeister-Eis, mein Lieblingseis. Es sieht alles so lecker aus. Hannah, sag mal, hast du das organisiert hier? Ich habe das alles organisiert, mit Mamas Hilfe. Dann könntest du mir vielleicht auch so eine Party mal irgendwann, also das wäre ja super. Ach, Dave, genieß doch erstmal heute die Party. Klar. Hä, wo bleibt eigentlich Julian? Kurzzeitig dachte ich wirklich, du seist Julian. Ihr seid echt wirklich unheimlich ähnlich. Nö, das ist hier voll langweilig hier. Wo ist denn immer die Schlafmütze? Die sind alle so alt hier, die ganzen Opas. Hey, Justin, was stehst du denn da alleine? Wo ist denn Emma die Schlafmütze? Wann kommt denn Emma endlich? Das ist Emma voll langweilig kommt hier. Ach Quatsch. Justin, komm zu uns. Komm mit uns in eine Runde hier. Mit Dave und mir. Okay. Habe ich da gerade was gehört? Ich glaube, die drei kommen zurück. So, alle mal hier hochkommen. Alle hinter mir her. Wir verstecken uns hinter der Ecke. Hier sehen die uns nicht. So gut? Ja, okay. Alles klar. Ahnungslos kehren Papa Martin und die anderen beiden vom Spielplatz zurück. Papa, hätten wir nicht ein bisschen länger beim Spielplatz bleiben können? Julian, Claudia, was ist hier denn los? Was ist hier passiert? Stopp. Erst die Augen zu machen. Ich kann sowieso nichts hier hinter sehen. Warum Augen zu? Trotzdem, alle einmal die Augen zu machen. Auch du, Martin. So, jetzt ganz langsam nach vorne gehen. Au! Mein Schienbein, au! Und stehen bleiben dann. Ja, gut. So, los, Leute, alle in Position, alle hinter mir her. So, und jetzt könnt ihr eure Augen aufmachen. Überraschung! Wow! Für uns? Was macht ihr denn hier? Claudia, was ist hier denn los? Eine Überraschungsparty? Und warum hast du mir nichts gesagt? Naja, Martin, weil es eine Überraschung ist, deshalb. Und Hannah hat keine Mathearbeit morgen? Ist das dann richtig? Nein, das war einfach nur ein Vorwand, okay, damit ihr das Haus verlasst. Okay, alles klar, jetzt verstehe ich. Boah, ihr seid ja alle da! Sarah, Mia, Julius! Oh, und Dave ist auch da, war ja klar. Ja, so viele Kinder! Und Justin ist auch da vom Theater! Emma, Julian, jetzt dreht euch mal um. Dann wird die Überraschung noch viel größer. Wow, wie viel Eis ist das denn? Sag mal, ist das alles für mich jetzt und Emma? Also dürfen wir das alleine essen? Das ist ja bestimmt 3 Tonnen Eis. Oh, das schaffe ich gar nicht alles. Mama, dürfen wir direkt was essen? Ja, dürfen wir das jetzt essen? Ja, das Buffet ist eröffnet, sonst schmilzt das Eis ja. Aber nicht nur ihr beiden, sondern alle Kinder. Los. Eis. Ich bin erst als Erste. Ich bin Waldmeister. Was möchtet ihr denn alle? Kann ich jemandem was auftun? Ich habe hier gerade den Löffel parat. Hier, ich hätte gern Erdbeereis. 2 Kugeln bitte. Ja, und ich möchte einfach alles probieren, also bunt gemischt. Ich nehme 2 Kugeln, Waldmeister. Was für eine Überraschung. Überrasch mich. Ich nehme alles, egal was. Ach, die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Gar nicht so schlecht, so eine Eisparty. Hey, Sarah, Mia, wollt ihr mal mein Eis probieren? Das ist super lecker. Hey, Emma, du Schlafmütze. Ich hab dich ganz, ganz doll vermisst. Ich war gar nicht lange weg, ich war nur auf dem Spielplatz. Wollen wir jetzt das Eis essen? Ja, aber ich habe gar keinen Löffel. Egal. Oh Mann, das hat echt gut geklappt mit der Party. Alle sind glücklich. Heute ist Mama Claudia mit Hannah und Julian im Einkaufszentrum. Nur leider haben die beiden heute gar keine Lust, shoppen zu gehen. Vor allem laufen sie schon seit Stunden nur ihrer Mutter hinterher, die heute besonders viel im Einkaufszentrum zu erledigen hat. Oh, Mama! Wann gehen wir wieder nach Hause? Das ist voll langweilig hier. Könnt ihr nicht einfach Ruhe geben? Ich bin noch lange nicht fertig. Ich muss noch ein paar Erledigungen machen. Oh Mann. Also ich muss mindestens noch in 3 Geschäfte. Ich muss noch was umtauschen, dann noch ein kleines Geschenk holen. Und ich wollte eventuell noch was anprobieren. Was für ein Albtraum! Mama, warum durfte Emma denn zu Hause bleiben? Und wir mussten mit, wir hatten gar keine Lust. Ja, genau. Willst du uns für irgendwas bestrafen, Mama? Weil das Nein, ist ja sowas von langweilig. Nicht. Oh Mann.
Hey, Mama, Mama, hier gibt's Eis. Vielleicht könnten wir uns ja ein Eis holen, dann macht das bestimmt viel mehr Spaß hier. Ach Julian, muss das jetzt ja, sein? Ja, bitte. Das nicht später machen, wenn ich hier durch bin mit meinen Sachen? Komm schon, Mama, wir haben keine Lust mehr. Wir warten auch hier auf dich. Na gut, wenn's sein muss, also ich gebe euch Geld für das Eis, dann bleibt ihr bitte hier, ich hole euch gleich ab und nicht weglaufen, okay? Oh, Kleingeld habe ich leider nicht. Ich gebe dir jetzt diesen 50-Euro-Schein hier. Aber Hanna, du kannst ja schon einigermaßen rechnen. Das Eis wird nicht mehr als 5 Euro für euch beide kosten. Das heißt, 45 Euro muss es mindestens zurückgeben, okay? Also gut auf das Geld aufpassen. Ja, Mama, danke. So viel Geld hatte ich noch nie in der Hand. Julian, ich habe das Geld. Wir können Eis essen. Ja! Wow, was Julian, damit alles kaufen dafür können wir richtig viel Eis kaufen. Aufgeregt stellen sich die beiden neureichen Geschwister an den Eistresen. Und was nimmst du, Julian? Oh, ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt gerade gar nicht entscheiden. Vielleicht ein Spaghetti-Eis oder ein Erdbeerbecher oder beides. Oh, ich weiß gar nicht, und du? Die haben sogar hier Soft-Eis. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Hallöchen, ihr beide. Na, was darf's denn sein? Also, wir haben hier 50 Euro. Was kriegen wir alles dafür? Oh. Da scheint Hanna wohl etwas falsch verstanden zu haben. Sie sollte die 50 Euro nicht aufbrauchen, sondern nur 2 Kugeln Eis damit bezahlen. Stattdessen haben sie und Julian jetzt fast alles für riesige Eisportionen und Milchshakes ausgegeben. Es ist sogar noch Geld übrig geblieben. Mama wird sich freuen. Mhm. Oh Mann, das ist echt lecker und so schön erfrischend. Und viel besser als mit Mama durch die ganzen Läden zu laufen. Oh, das schmeckt so lecker, ne? Oh Mann, ein Traum. Du, Hanna, hinter dir steht jemand. Hä, was meinst du, Julian? Oh, ist das lecker! Ich glaube, wir kennen uns irgendwoher. Bist du nicht Hanna? Oh, Anna! Hey, natürlich kenne ich dich noch. Wir kennen uns doch vom Reitunterricht bei Handy. Hanna, wir haben uns schon ewig nicht gesehen. Voll toll, dass wir uns hier treffen. Was machst du denn so? Oh, habt ihr viel Eis bestellt? Kann ich davon was abhaben? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das reicht nicht für 3 Leute. Tut mir leid, aber das reicht nur für uns. Sorry. Ach Quatsch, Julian. Komm, Anna, setz dich zu uns. Du kannst das Erdbeereis davon haben super. Oder das Vanilleeis. Dankeschön. Du, Hanna, warum kommst du eigentlich nicht mehr zu Randis Reitschule? Ich habe dich doch total lange nicht mehr gesehen. Ach, ich hatte in letzter Zeit echt nicht viel Zeit dafür. Also ich hatte so viel mit der Schule und mit meinem Freund und mit anderen Freunden. Ich habe es einfach nicht geschafft. Eigentlich schade. Och, dieses Eis werde ich mir jetzt richtig gut schmecken lassen. Ich werde erstmal, glaube ich, längere Zeit kein Eis mehr kriegen. Das muss ich mir dann selber holen, von meinem Taschengeld auch. Und zwar werde ich jetzt demnächst hier ins Reitercamp fahren, auf den Reiterhof. Oh, Reitercamp jetzt in den Ferien? Ja, genau. Das ist ja toll. Da ist doch noch ein Platz frei. Echt? Reiten und dann noch in so einem Camp? Oh Mann, also hier ist es ja schon schlimm mit meinem Einkaufszentrum, aber mit Hanna reiten? Oh Mann, ich glaube, das würde ich nicht überleben. Und außerdem, Pferde sind doch blöd. Was? Das stimmt nicht, Julian. Pferde sind nicht blöd. Das sind die schönsten Tiere. Also ich fände es total toll, wenn ich mit bei so einem Camp wäre. Dann kann man jeden Tag reiten und ganz viele Pferde streicheln. Oh, ich frage mal meine Eltern, ob ich auch mitkommen darf. Wenn da noch ein Platz frei ist, klappt's vielleicht. Was ist denn hier los? Ah, hey, Mama! Wie viel Eis habt ihr denn bestellt? Mama, ganz ruhig. Das musste sein. Außerdem hat mir Hanna gesagt, ich darf mir so viel Eis holen, wie viel ich will. Und deswegen habe ich hier zu viel Eis. Hanna, ich habe dir doch genau gesagt, wie teuer das Eis ungefähr ist und wie viel dann am Ende noch übrig bleibt. Du hast doch gesagt, 5 Euro sollen noch übrig bleiben. Und die habe ich noch. Nein, absolut nicht. Du hast doch nicht etwa 45 Euro für das Eis hier ausgegeben? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Kann der Tag noch schlimmer werden? Ich habe schon genug Stress um die Ohren. Aber Mama, guck mal hier, das ist meine Freundin Anna vom Reiten. Hast du die schon erkannt? Hallo, ja genau. Ich bin auch immer bei Randis Reitstunde. Und da kenne ich auch Hanna her. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Anna, richtig. Also wir müssen jetzt leider weiter. Julian, Hanna, kommt ihr bitte? Oh, Mama, wir haben noch gar nicht aufgegessen hier. Und ich wollte dir auch noch was erzählen, Mama. Ja, hier ist auch also, viel Anna, Eis. Die fährt jetzt bald in so ein Reitcamp. Und da will ich auch mit. Da ist noch ein Platz frei. Bitte, ich will da auch mit, Mama. Jeden Tag reiten und Pferde streicheln. Das ist bald schon, hier in den Ferien. Doch Hanna bemerkt gar nicht, dass Mama Claudia bereits stinksauer weitergegangen ist. Ich verstehe nicht, was mit meiner Mama los ist. Die ist jetzt einfach weggegangen. Also ich frage sie gleich nochmal. Das klappt okay, bestimmt. Das wäre echt toll. Genau, stell dir vor, wir beide auf Pferden. Oh, das wird so gut. Anna, ich melde mich dann bei dir. Ist gut, mach das. Ich hoffe, meine Eltern sagen ja. Ich hoffe auch. Tschüss, Anna. Anna, jetzt beeil dich mal. Mama, die ist, glaube ich, voll sauer.
Heute ist mal wieder ein besonders heißer Tag in Playmobil City. Es ist am Morgen bereits so heiß, dass Julian schon verzweifelt nach einer Abkühlung sucht. Doch dann kommt ihm endlich eine Idee. Boah, das ist ja furchtbar, wie heiß es heute ist. Ich merke richtig, wie das Blut in meinen Adern kocht. Oh Mann. So, ich bleib jetzt einfach hier die ganze Zeit unter der kalten Dusche. Fühlt sich das gut an. Und jetzt nochmal schön den Rücken nass machen. Es ist kalt. Die kleine Emma spielt in der Zwischenzeit mit ihren Puppen. Ihr wartet jetzt schön auf mich. Ich komme gleich wieder. Kein Unsinn machen, wenn ich weg bin. Oh, ich muss so dringend auf die Toilette. Ich hoffe nicht, dass jemand im Badezimmer ist. Oh, das gibt's doch nicht. Julian ist duschen. Ich muss aber. Julian, kannst du bitte jetzt rausgehen? Ich muss auf Toilette. Wie lange dauert das noch? Was meinst du, wie lange das noch dauert? Also ich muss meine Temperatur, meine Körpertemperatur jetzt erstmal runterfahren und das dauert ein bisschen. Oh, dafür habe ich gar keine Zeit. Mama, Julian blockiert die ganze Zeit das Badezimmer. Was, hat gerade Emma nach mir gerufen? Oh, ich mache gerade die Brötchen hier in den Backofen. Mama, du musst sofort kommen. Du musst sofort Julian aus dem Badezimmer und ich muss ganz dringend auf die Toilette. Ach je, ja, dann komme ich direkt mit. Was macht Julian denn die ganze Zeit da im Badezimmer? Doch Julian legt im Badezimmer gerade erst los. Die Dusche hat ihm nämlich noch nicht gereicht. Ich glaube, die Dusche hat nicht gereicht. Ich brauche noch viel, viel mehr Wasser. Vielleicht ab in die Badewanne. Hier lässt es sich aushalten. Ich glaube, ich bleibe ein paar Stunden hier liegen. Wo steckt er denn? Hast du nicht gerade noch erzählt, dass er in der Dusche ist? Ja, war er auch. Aber jetzt? Oh, wo ist er denn jetzt hin? Julian, mein Freundchen, du wirst langsam mal hier diese Badewanne verlassen, ne? Deine Haut ist schon ganz schrumpelig und außerdem muss Emma auf Toilette. Mama, das kannst du doch jetzt nicht machen. Das ist ein großes Risiko, was du hier tust, weil vielleicht verwandelt sich mein Körper in Feuer, weil er so heiß ist. Naja gut, ich sehe auch gut aus, deswegen bin ich heiß, aber das ist was anderes. Oh, ich habe keine Zeit, jetzt hier noch rumzudiskutieren. Ich muss auf Toilette. Mir ist das egal, ich gehe jetzt. Trotzdem hat Julian Pech gehabt. Er hatte seine Chance und konnte rausgehen. Oh, gerade noch mal gut gegangen. Oh Mann. Boah, Emma, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Oh, ich bin hier gerade noch in der Badewanne. Du musst doch warten, bis ich weg bin. Was ist denn mit deiner Privatsphäre? Also bitte. Weißt du was? Das ist mir sowas von egal. Ich hab dir ganz oft gesagt, du sollst rausgehen. Und jetzt bin ich hier. Also geh jetzt raus. Ach, Kinder, macht das bitte unter euch aus. Ich kann da nichts gegen tun. Ich gehe wieder nach unten. Was riecht denn hier so angebrannt? Ach nee, ich hab's total vergessen. Der Backofen. Doch die Brötchen sind mittlerweile völlig verbrannt. Och, das war's dann wohl mit den Brötchen. Ein riesiger Klotzen Kohle. Oh, diese beiden, Julian und Emma, die bringen mich noch zur Verzweiflung. Was gibt's denn jetzt zum Frühstück? So, ich bin wieder fertig. Du kannst ruhig da drin bleiben. Mann, ey, das war richtig knapp. Na gut, na gut. Ich sollte die Zeit für mich genießen. Bestimmt kommt gleich schon der Nächste. Oh, wobei, ich hab das schon wieder vergessen. Wir haben doch einen Pool. Da kann ich mich doch abkühlen. Und so legt Julian sich in seiner Badehose an den Pool. Also, abkühlen und schlafen, das ist hier irgendwie ein bisschen komisch, es ist viel zu heiß, irgendwas fehlt hier doch noch. Ja, nein, das könnte ich eigentlich nicht machen, aber ich muss es machen und Emma muss mir dabei helfen, sie muss einfach. Emma, komm mal schnell runter, aber ganz schnell. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin am Spielen, was ist los? Oh, der wird mir das sowieso erst sagen, wenn ich unten bin, dann gehe ich eben nachgucken, wie ist es was Blödes? Emma, ich habe einen Job für dich. Für den kriegst du zwar kein Geld, aber trotzdem. Also, du holst dir jetzt die Gießkanne und mit kaltem Wasser und die ganze Zeit über mich halten, okay? Und schön abkühlen. Hä, warum sollte ich das machen? Ich habe was Besseres zu tun. Ach, Emma, komm schon. Ich bin doch dein großer Bruder. Hey, ich bin's, Julian Vogel. Und außerdem willst du, dass ich zur Feuer werde? Nein, selbstverständlich nicht. Okay, ich gehe ja schon, hol die Gießkanne. Mann, ich mache echt alles für ihn. Oh Mann, es klappt auch jedes Mal aufs Neue. Die ist halt hilfsbereit. Okay, hier ist die Gießkanne mit kaltem Wasser. Bist du bereit? Das Wasser kommt gleich. Ja, ich bin soweit. Oh, schön kalter Regen gleich von oben. Das wird klasse. In diesem Moment läuft Mama Claudia mit zwei Eistüten in der Hand ebenfalls auf die Terrasse zu. Ach, dann gibt's heute eben kein Frühstück, sondern eben Eis. Eis zum Frühstück. Als Ausnahme. Hey, ihr beiden, will jemand ein Eis? Emma, was machst du denn mit der Gießkanne? Das war alles Julians Idee. Er hat gesagt, ich soll die nehmen und ihn damit nass machen, als wenn ich nichts Besseres zu tun hätte. Oh, Emma, du brauchst doch nicht alles auf mich zu schieben. Hab ich da Eis gehört? Ja, bitte. Ach, Julian, ich finde das gar nicht gut, dass du deiner Schwester immer solche Aufgaben gibst. Nimm das Eis und hoffentlich seid ihr dann ein bisschen beruhigter. Oh, lecker. Dann hat sich das doch gelohnt, dass ich runtergekommen bin. Lecker Schmecker. Ja, dann guten Appetit euch und nicht alles auf einmal. Habt ihr gehört? Was soll das heißen, nicht alles auf einmal? Ich habe mein Eis schon längst aufgegessen. Krieg ich noch eins?
Julian, wo hast du das Eis gelassen? Das waren vielleicht 5 Sekunden oder 4 oder vielleicht auch nur 3. Es gibt kein zweites Eis. Wir haben auch gar keins mehr. Mama, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Es sind gefühlt 3000 Grad hier in diesem Haus und wir haben kein Eis mehr. Was seid ihr da für Eltern? Emma, ich sehe, du hast noch dein Eis. Also, du brauchst ein bisschen zu lange und gleich schmilzt es noch. Deswegen gib es einfach mir. Was? Mit einer schnellen Handbewegung schnappt Julian sich das Eis seiner kleinen Schwester. Das kannst du doch nicht einfach machen. Das ist mein Eis. Du hast eins schon gegessen. Na, warte du. Das hast du davon. Emma schubst ihren Bruder mit aller Kraft samt Eistüte in den Pool. Hey, was schubst du mich denn? Oh, bist du denn total verrückt geworden? Also jetzt ist das Eis im Pool und wie soll ich das denn jetzt essen? Das war meine Rache, das hast du davon. Du kannst mir nicht einfach mein Eis klauen. Wenn ich das nicht kriege, dann kriegst du es auch nicht. Oh, toll, Eis im Pool und... Warte mal, Eis im Pool? Eispool? Pooleis? Also wie wär's denn, wenn die... Oh, das wäre sowas von toll, das wäre so kühl, wenn hier nur Eis im Pool wäre. Ja, Eis im Pool, Pooleis. Träum ruhig weiter, Julian. Was für ein Spinner. Hey, Emma, steh doch mal auf. Ich hab da eine super Idee. Hey! Oh, Julian, was gibt's? Willst du mir wieder mein Eis klauen? Oh, du bist ganz schön fies zu mir, weißt du das? Nein, Emma, ich möchte mich entschuldigen für das, was ich getan habe. Guck mal, da sind auch Waffeln, Eiswaffeln. Ja, toll, die Waffeln. Und wo ist das Eis? Hä? Hier im Pool, siehst du doch. Du kannst dich bedienen, kannst nehmen, was du willst. Wie kann das denn sein? Der ganze Pool ist plötzlich bis zum Rand mit riesigen Eiskugeln gefüllt. Oh, das ist ja total abgefahren. Riesige Eiskugeln. Oh, was ist das für eine Sorte? Zitrone? Ja, keine Ahnung, was das alles ist, aber es gehört alles dir. Das ist meine Entschuldigung. Oh, lecker. Da werde ich mich direkt draufstürzen. Ich brauche keine Waffel. Ich esse das so. Doch leider war das alles nur ein Traum von Emma. Sie ist auf ihrer Poolliege eingeschlafen. Jetzt bemerkt das auch Julian. Emma scheint eingeschlafen zu sein. Oh, ein Pool voller Eis mit Zitrone, das schmeckt so lecker. Hey! Mama! Emma leckt an meinem Finger! Eispool. Hey, Spiel mit mir Fans! Schön, dass ihr hier seid. Uns gibt es jetzt nicht mehr nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, iTunes, Amazon und vielem mehr. Gebt in der Suchzeile einfach den Begriff Familie Vogel, die Freunde-WG oder Familie Zufall ein. Und schon findet ihr die neuesten Hörspiele von uns. Viel Spaß beim Hören!